Heute zeigen wir euch im Weihnachtskalender, wie ihr so einen Weihnachtsbaum in Metalloptik ganz einfach daheim nachbasteln könnt. Was brauchen wir also für unseren Weihnachtsbaum? Ein Styroporkegel, Alufolie, eine Heißklebepistole, ganz normalen Bastelkleber und einen Schaschlikspieß. Zuerst nehmen wir unseren Styroporkegel und umwickeln ihn mit Alufolie. Falls die Alufolie nicht auf dem Kegel halten sollte, können wir unseren Bastelkleber benutzen und etwas von ihm auf den Kegel auftragen. Die restliche Alufolie können wir dann mit einer Schere abschneiden und den Kegel von Hand kletten. Als nächstes nehmen wir unseren Schaschlikspieß und zeichnen damit ein Muster über unsere gesamte Alufolie. Dann nehmen wir unseren Schaschlikspieß und stecken ihn von unten in den Kegel hinein, damit wir, wenn wir im nächsten Schritt den Heißkleber auftragen, unseren Baum dort festhalten können. Jetzt können wir mit unserer Heißklebepistole den Heißkleber ganz einfach auf die vorgezeichneten Muster auf unserem Weihnachtsbaum auftragen. Wenn der Heißkleber erstarrt ist, können wir unseren Weihnachtsbaum wie bereits zuvor in Alufolie einwickeln, den Schaschlikspieß entfernen und Überreste mit der Schere wegschneiden. Als letzten Schritt pressen wir die Alufolie gegen das Muster des Heißklebers und glätten die Zwischenräume. Und schon haben wir unseren kleinen Weihnachtsbaum in Metalloptik.